Ein OneNote-Notizbuch erstellen. Mein Name ist Pirmin Lehner. Ich starte hier OneNote, das ist OneNote 16, lokal auf meinem PC. Und es startet sofort das letzte Notizbuch. Ich möchte aber ein neues erstellen. Ich gehe unter Datei auf Neu. Und ich werde gefragt, ob ich das hier im Online-Speicher speichern will oder auf diesem PC. Ich will das diesmal nicht auf dem Online-Speicher, denn ich brauche das nur gerade für mich als Notizbuch für meine Arbeit. Also dieser PC. Ich schreibe hier, wie das Notizbuch heißen soll. Ich datiere die Datei. Heute ist es 13. September und ich nenne das nun Ruderclub. Und erstelle nicht einfach das Notizbuch, dann habe ich es nicht im Griff, wo diese Datei hingeht. Ich bestimme den Ort, also in einem anderen Ordner erstellen. Ich gehe nun hier mal auf meine Dropbox, Pirmin, OneNote, Pirmin Lehner und sage hier erstellen. Und hier ist das Notizbuch, zu unterst ist es gelandet, Ruderclub. Ich kann nun hier die Abschnitte benennen, das ist mal Regatta. Dann haben wir hier Mitglieder, dann Schnuppertag und so weiter. Jetzt nimmt mich Wunder, wo ist denn jetzt dieses Notizbuch gespeichert? Denn hier brauche ich gar nie irgendetwas zu speichern. Es ist irgendwie automatisch gespeichert. Ich schließe einmal OneNote und ich sehe nun hier bei Pirmin im Ordner OneNote Pirmin Lehner ist bereits ein Ordner neu erstellt worden und hier drin hat es mehrere Dateien. Hier kann ich das Notizbuch öffnen und ich sehe wieder Mitglieder 1, Regatta 1 und Schnuppertag 1. Das ist nun lokal und ich könnte nun auch diese Dateien hier irgendwohin verschieben und dort dieses Notizbuch wieder öffnen. Das war's.